Hallo miteinander, liebe Weinfreundinnen, Weinfreunde, herzlich willkommen in der heutigen Degustation. Heute nehmen wir uns Diamant vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Cape Diamond heisst der Wein aus Südafrika. Das ist ein Pinotage Reserve aus dem Jahr 2016, kommt von der Coastal Region und der Name ist Programm. Wir haben da ganz etwas Spezielles zusammengestellt. Südafrikanische Wein hat sich sehr, sehr gut etabliert. Pinotage ist die Rebsorte, die sich dort am besten entwickelt hat. Pinotage ist eine Rebsorte, die typisch ist für Südafrika. Die ist extra kreiert worden für das Klima, für den Boden, den es dort gibt. Eine Kreuzung zwischen Sasso und Pinot Noir. Und wunderschöne Tropfen, das kann ich euch schon versprechen. Wir fangen gerade an, nehmt wieder euren Tasting Guide zur Hilfe und wir machen Schritt für Schritt miteinander. Als erstes ist immer die Frage, welche Farbe sehen wir da? Hat es Fremdstoffe, wir können einen weißen Hintergrund nehmen. Wir können bemerken, dass da der Wein ganz eine schöne, intensive, relativ tiefe Farbe hat. Ich würde es auf ein Purpurrot tippen, keine Alterungsnoten. Dann werden wir noch anschauen, wie sehen die Killenfenster und die Schlieren aus. Die laufen sehr, sehr langsam ab. Ich denke, das könnte ein Hinweis sein auf einen recht hohen Alkoholgehalt. Gehen wir gleich schauen. Tatsächlich 14% hat er. Höher Alkoholgehalt ist immer eine Konsequenz von heißem und warmem und sonnigem Klima. Genau. Nächster Schritt, wir schmecken an dem Wein. Wir fangen bei der Grob, also bei der Hauptkategorie an. Ich würde sagen, in diesem Wein dominiert die reife Frucht. Dann können wir anhand von unserem Aromarat schon uns Richtung Zentrum bewegen. Reife Frucht, was könnte das sein? Etwas Marmeladiges sicher. Ganz klar Zwetschge, die dafür kommt. Und dann ganz einen leichten Touch von Brombeere. Am Gaumen ist der Wein relativ fruchtig am Anfang. Er hat einen schönen Antrunk. Mittlerer Teil zeigt er seinen Körper, also mittlerer Körper würde ich dem sagen. Er hat eine exotische Aromatik am Gaumen. Bestätigt gewisse Sachen, die wir vorhin schon herausgefunden haben, wie zum Beispiel Kirsche, Brombeere, dann natürlich Kokosnuss, dunkle Schocke. Er ist lebendig, hat noch gewisse Säure und das macht ihn auch schön ausgeglichen. Die Gerbstoffe sind vorhanden, aber sehr dezent, sehr gut eingebunden. Der Abgang ist mittel bis lang. Zu dem Wein, denke ich, würde sehr gut selber gemachte Burger passen, mit vielleicht einer Gorgonzola-Kässauce oben drauf. Dann könnte ich mir vorstellen, eine schöne Fleischplatte mit Coppa, Rohschinken, Salami und ein bisschen Käse passt sicher sehr gut dazu. In diesem Sinne, zum Wohl miteinander, genießen den Pinotage, bis zum nächsten Mal.